nach 3 Jahren allein im Heim. Warum die Mutter die Kinder allein gelassen hat, bleibt ein Geheimnis. Jetzt leben alle 3 unter einem Dach. Ich hatte Heimweh nach Mutti. Das war das. Ich hatte Heimweh nach Mutti. Auf der Kirmes in Schaffhausen findet Pomerenke Arbeit. Eigentlich alles gut. Die Familie ist zusammen und er ist versorgt. Doch nur 4 Wochen bleibt er unauffällig. Dann vergreift er sich hinter dem Autoscooter an einem Mädchen. Er wird gefasst und kommt 40 Tage in Haft. Danach wird er ausgewiesen. Er darf die Schweiz 10 Jahre nicht mehr betreten. Die deutschen Behörden erfahren nichts von seinen Straftaten. So kann er unbehelligt durchs Land reisen. Überall hinterlässt er neue Opfer. In Bregenz, Karlsruhe, Düsseldorf. 1957 kommt er in Hamburg an. Er geht Gelegenheitsarbeiten nach, aber seine Hauptbeschäftigung ist die Suche nach Opfern. Fast täglich streicht er jetzt durch die Stadt. Er entblößt sich vor Kindern, überfällt und vergewaltigt mindestens 8 Frauen. Als er in einen Kiosk einbricht, um Briefmarken zu stehlen, wird er erwischt. Er bekommt 6 Monate Haft im Jugendgefängnis. Seine Sexualstraftaten bleiben unentdeckt. Er hatte den Glauben, dass er das Produkt einer Vergewaltigung ist und dass die Mutter ihn eher abtreiben wollte als austragen. Und dass das alles sich auf ihn niedergeschlagen hätte und so eine merkwürdige Mischung aus Idealisierung von Frauen und Hass auf Frauen erzeugt hatte. So weit hat er seine Situation selbst beschrieben. Die Akte Pomerenke aus Hamburg. Für die Polizei ist er ein ganz normaler Dieb. In Wirklichkeit ist er ein hochgefährlicher Sexualstraftäter. Nach einem halben Jahr Haft kommt er frei. Hemmungen oder moralische Grenzen kennt er nicht mehr. Wie ein Getriebener reist er jetzt umher, vor allem in Süddeutschland. Jeden Tag hält er sich woanders auf. Er kauft sich Sexhefte und Liebespillen, geht fast täglich ins Kino. Seine Gedanken kreisen fast nur noch um Lustbefriedigung. Am Abend des 26. Februar 1959 besucht er den Film Die 10 Gebote. Du sollst nicht töten. Das Volk begeht eine große Sünde. Du sollst nicht töten, überhört Pomerenke. Stattdessen kommt bei ihm etwas anderes an, eine Rechtfertigung für seine Gewaltfantasien gegen Frauen. Hier ist ein Opfer für unseren Gott. Gebt den Weg frei für Satan. Er hatte sich mit Moses identifiziert, der irgendwelchen Prüfungen ausgesetzt ist, die er bestehen muss. Und das Ganze klang schon an der Grenze zu einem psychotischen Erleben, wie er das verarbeitet hat. Pomerenke nimmt sich vor, nach dem Kino eine Frau zu töten. Dann will er sich an ihr vergehen. Eine 17-Jährige kann entkommen. Doch wenig später begegnet er der 49-jährigen Hilde Konter am Stadtrand. Er tötet sie und vergeht sich an ihr. Nach der Tat trinkt er die Dosen Milch aus ihrer Einkaufstasche. Als die Polizei die Leiche findet, ahnt sie nicht, dass sie es mit einem Serientäter zu tun hat. Und das bleibt lange so, denn die Ermittler sind überfordert. Es gab damals nur einen Funkstreifenwagen, aber der war beim Verkehrsdienst angesiedelt. Also die Kollegen, die auf dem Polizeiposten Dienst gemacht haben, die haben ein Motorrad gehabt und ein Mofa und ein Fahrrad. Mehr gab es da nicht und da gab es auch keinen Funk. Die einzige Kommunikationsmöglichkeit, die wir hatten, war ein Telefon. Fast täglich wechselt Pomerenke jetzt seinen Aufenthaltsort. Per Anhalter, mit der Bahn, zu Fuß. Kurze Zeit später der 2. Mord. Auch Karin Welde wird grausam getötet. Wieder tappt die Polizei im Dunkeln. Den Zusammenhang zwischen beiden Morden kann sie nicht sehen.
Im Grunde genommen hat sich die Tätigkeit ja darauf beschränkt, etwa Hinweise entgegenzunehmen nach Fahndungsaufrufe oder eigentlich einmal, und das war natürlich auch ein Primat der damaligen Polizeiposten, dass die Postenbeamte ihre Leute gekannt haben. Und wenn da ein Fremder kam, hat man immer kontrolliert, wo könnte herkommen und so weiter. Pomerenke entzieht sich den Ermittlern. Obwohl er in der Schweiz Einreiseverbot hat, wagt er sich nach Zürich. An einer Trambahnhaltestelle trifft er zufällig seine Schwester. Er hat mir gesagt, unsere Mutti kriegt ein Andenken, dass sie das ganze Leben lang dran denken wird. Und ich habe ihm zur Antwort gesagt, mach du dich nur nicht selber unglücklich. Er hat, als die Mutter einen anderen Mann gefunden hat, immer wieder Kontakt zur Mutter gefunden oder gesucht und gefunden. Und die Mutter als ein großes Muttertier erlebt eigentlich, die ständig Männer braucht, um Kinder zeugen zu können. Ich spreche jetzt über sein Fantasieleben, so hat er sich das vorgestellt. Und das hat offensichtlich sein Frauenbild geprägt. Der Mutter tut er nichts, aber zurück in Deutschland lebt er seine Gewaltfantasien ungehemmt weiter aus. Im Sommer 1959 besteigt er den Nachtzug Hamburg-Basel-Albenga. In Heidelberg steigt die 22-jährige Dagmar Klimek mit zwei Freundinnen zu. Eigentlich wollen die drei Frauen dasselbe Abteil, aber ihre Plätze wurden falsch reserviert. Zwei von den Mädchen oder jungen Frauen waren in dem Abteil, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, 10, sag ich mal. Und in Abteil 11 war dann Dagmar Klimek und sie war alleine. Dagmar Klimek fürchtet sich allein und bittet den Zugpagen, zu ihren Freundinnen zu dürfen. Ich habe dann gesagt, es tut mir leid, ich kann das nicht übersehen, ob wir noch Gäste in Freiburg kriegen. Es konnte sogar noch sein, dass wir Gäste in Basel dazu kriegten, sodass also dann eine Komplikation, dann schlafen die Leute und dann gibt es eine Komplikation, dann wollen die Leute auf ihren Platz und dann ist es halt ein Durcheinander. Etwas später macht der Reiseleiter seine Runde. Nicht weit entfernt von Dagmar Klimek sitzt ein Gast, der keinen Platz reserviert hat. Er wollte ganz gerne ein bisschen alleine sein. Gott, ich konnte es ihm nicht verbieten. Warum? Das Abteil war ja leer, waren ja keine Gäste da. Und haben ganz kurz gesprochen und dann ging ich weiter. Der Zug nimmt Fahrt auf. Immer schneller rast er Richtung Basel. Irgendwann fällt auch dem Zugpagen der Alleinreisende auf. Aufgefallen ist mir, dass die Sprache ein bisschen gedeckt war. So habe ich das in Erinnerung. Also eine etwas... ja, wie soll man das nennen? Geknebelte Sprache. Nur ein paar Abteile entfernt hat sich Dagmar Klimek inzwischen beruhigt und ist eingeschlafen. Das Bild werde ich ja nicht mehr los, nicht? Wie das Mädchen da auf dem Polster lag und schlief und ich mach noch das Licht aus. Hätte ich sie nicht wecken können? Fragte ich mich ja damals, nicht? Habt sie ja nicht geweckt. Sie hat doch nicht gestört, dass sie da lag. Das Abteil war leer, nicht? Rolf Huter und Joachim Pragerl ahnen nicht, dass ein Mörder sein Opfer sucht. Mitten in der Nacht hat er es gefunden. Er setzt sich zu Dagmar Klimek ins Abteil. Wenn ich gesagt hätte, klar, können Sie alle drei in dieses Abteil gehen, dann hätte es verhindert werden können. Gegen 2 Uhr nachts sucht Dagmar Klimek die Toilette auf. Sie bemerkt nicht, dass ihr der Mann aus dem Abteil folgt. Alles, was jetzt passiert, hat er detailliert geplant. Bei voller Fahrt öffnet er die Zugtür. Dann wartet er. Alle anderen schlafen. Wir waren schon ziemlich an die Grenze gekommen. Ich konnte meine 2, 3 Stunden, mir waren es nie, irgendwo über Platz war, meistens in dem Reiseleiterabteil, da konnte ich mich hinlegen. 120 Stundenkilometer fährt der Zug, als Dagmar Klimek die Toilette verlässt. Pomerenke stößt die Frau aus dem Zug. Dann zieht er die Notbremse. Es geht Herrn Pomerenke darum,
Opfer möglichst verfügbar zu machen, das möglichst sicher zu tun. Und da ist die Idee, die ihm dann gekommen ist, eine Person aus dem Zug zu werfen, die dann ja hilflos ist, schwer verletzt, passt genau in dieses Muster, das sich auch zeigt, wenn er zum Beispiel ein Messer einsetzt oder wenn er die Person bis zur Bewusstlosigkeit wirkt oder tötet. Als der Zug steht, springt Pomarenke heraus, um Dagmar Klimek zu suchen. Die Freundinnen aus dem anderen Abteil schrecken nur kurz hoch, wie sie später zu Protokoll geben. Ungefähr um 3 Uhr hörte Inge schreckliche Schreie. Sie wachte auf und weckte uns alle. Wir alle sagten, sie hätte bestimmt geträumt. 4 Tage später findet die Polizei Dagmar Klimeks Leiche. Pomarenke hatte sie in der Nacht schwer verletzt gefunden, dann getötet, dann missbraucht. Die Polizei verhört Joachim Pragal, der die jungen Frauen in getrennten Abteilen untergebracht hatte. Jedenfalls war ich im Verdacht, ein Sexualmörder zu sein. Und das ist ja nun nicht gerade eine angenehme Lage. Der brutale Mord im Zug erschüttert die Öffentlichkeit. Sie nimmt Anteil an der fieberhaften Suche nach dem Mörder. Nach langen Verhören kann der Zugpage die Polizei von seiner Unschuld überzeugen. Aber er selbst macht sich Vorwürfe. Und nun kann man sich ja nüchtern sagen, wieso ich habe getan, was meine Aufgabe war. Aber das Nüchterne ist eine Sache und das schlechte Gewissen oder Schuldgefühle, die man hat, ist eine andere. Und das ist eigentlich immer das Gewichtigere. Ich konnte nicht schlafen. Wenn ich mal eindämmerte im Hause, schrie ich. Ich war sehr, sehr angetan, ja, sehr. Und ich habe dann auch kurz darauf habe ich auch gekündigt. Das konnte ich nicht mehr da. Dagmar Klimek ist noch keine 24 Stunden tot. Da sucht Pomarenke sein nächstes Opfer. In diesem Gasthof im Schwarzwaldort Hornberg hatte er vor Monaten kurzzeitig gearbeitet. Jetzt bricht er in die Küche ein, um sich Mordwerkzeuge zu besorgen. Er will weiter töten, für seine Lust. Von dem, was ich weiß, gehe ich nicht davon aus, dass es eine spezielle Attraktivität hat, dass die Opfer tot sind, sondern das generelle Muster ist, dass die Opfer möglichst gut verfügbar sind. Verfügbar heißt, möglichst keine Gegenwehr zeigen, dass Herr Pomarenke mit ihnen machen kann, was er will. Das kann er mit einer bewusstlosen Person, das kann er auch mit einer toten Person. Die Angst geht um bei den Frauen der Gegend. So wie bei Hildegard Pott. Es war schockierend natürlich, weil man da in der Nähe wohnt. Und dann denkt man, oh, er soll doch nicht bei uns auch vorbeikommen oder so, weil wir hatten ein Restaurant. Trotzdem geht sie zu Fuß zur Arbeit nach Triberg. Ihr Weg führt sie mitten durch den Wald. Irgendwann bemerkt sie einen Mann, der sie verfolgt, am helllichten Tag. Und dann hatte ich Angst. Ich denke, oh, jetzt wenn ich hier oben in der Kurve bin und dann renne ich, dann sieht er mich nicht. Und auf einmal hatte ich 2 Schläge auf meinem Kopf. Auf einmal habe ich meine Hände genommen und gefühlt und dann ich merkte es Warmes auf meinem Rücken und dann hatte ich alles Blut und Haare in meinen Händen und dann habe ich eigentlich erst geschrien um Hilfe. Wie durch ein Wunder überlebt sie den Angriff. Noch heute trägt sie 2 lange Narben auf dem Kopf. Und noch etwas hat sie zurückbehalten. Zu Hause, wo ich ging, immer Angst. Vom Mond selbst, wenn der Mond schien und ich schaue zurück und ich sah meinen Schatten hinten, dann schrock ich furchtbar. Dann denke ich, da steht jemand hinter mir. Von der seriösen